Herzlich willkommen zum Sommertalk vom Grünen Netzwerk Grundeinkommen. Heute haben wir eine Veranstaltung mit dem Thema Grundeinkommen, Steuersystem und Andockpunkte an grüne Programmatik mit Clemens Rostock. Die Veranstaltungsreihe Grundeinkommen Sommertalk findet noch bis zum 31.07. an jedem Werktag abends statt und beschäftigt sich mit verschiedenen Aspekten des Grundeinkommens. Hintergrund ist der aktuelle Beteiligungsprozess zum neuen grünen Grundsatzprogramm. Da haben alle grünen Mitglieder noch bis Ende Juli die Chance darauf, Änderungsvorschläge an den Bundesvorstand einzureichen. Wir als grünes Netzwerk haben da eine Vielzahl von Änderungsvorschlägen im Sinne des Grundeinkommens vorbereitet und laden euch herzlich dazu ein, diese in Beteiligungsgrün zu unterstützen. Eine Liste mit den Links findet ihr auf unserer Webseite und wird auch gleich noch in den Chat gestellt. Ich bin Bauke Dobberstein, Koordinatorin im grünen Netzwerk Grundeinkommen und seit langem aktiv für das Grundeinkommen unterwegs, unter anderem mit einem Blog zu dem Thema. Im sonstigen Leben bin ich Mutter und ärztliche Psychotherapeutin und ich werde heute Abend die Moderation übernehmen. Unser heutiger Referent ist der Volkswirt Clemens Rostock, ehemaliger Landesvorsitzender aus Brandenburg und seit 2019 Abgeordneter im Landtag. Er wird uns heute ausgehend vom aktuell bestehenden Steuersystem erläutern, wie ein Grundeinkommen prinzipiell finanziert werden könnte. Diese Veranstaltung wird für erfahrene Grundeinkommensfans wahrscheinlich wenig Neues zu bieten haben und richtet sich eher an Skeptiker und Neueinsteiger, die Antworten suchen auf häufige Fragen, zum Beispiel im Straßenwahlkampf. Nach einem kurzen Input haben alle angemeldeten Teilnehmer die Möglichkeit, über das Frage- und Antwort-Tool Fragen zu stellen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich im Chat kurz vorzustellen, dort aber bitte keine Fragen an den Referenten stellen, weil wir das da übersehen würden. Dann übergebe ich jetzt das Wort an Clemens Rostock. Vielen Dank, dass du dich heute als Referent zur Verfügung gestellt hast. Ja, vielen Dank, Bauke. Du hast ja schon ganz viel gesagt, deswegen von mir auch nochmal Hallo in die Runde. In der Tat werde ich heute vor allen Dingen für Einsteigerinnen sprechen, glaube ich, und auch für Skeptiker, beziehungsweise auch Rüstzeug geben, um vielleicht einigen Skeptikern und Skeptikerinnen zu begegnen. Bauke hat ja ganz viel gesagt, deswegen will ich gar nicht viel vorne wegreden und würde gerne dann nochmal den Wolfgang bitten. Ich habe ein paar Folien vorbereitet, keine Angst, alles sehr überschaubar, um Dinge einleitend zu sagen. Es ist ja so, viele von euch kennen bestimmt Christoph Butterwegge oder andere. Christoph Butterwegge ist ja bekannt dafür als Armutsforscher und viele von uns schätzen ihn auch für vieles, was er macht. Allerdings, wenn er fürs Grundeinkommen oder über das Grundeinkommen redet, besser gesagt, stellt er eine typische Rechnung an, der man auch immer wieder begegnet. Er rechnet vor, gut 80 Millionen Einwohner in Deutschland, 1.000 Euro im Monat mal 12 Monate ergibt 1 Billion Euro ungefähr und das ist das Dreifache des aktuellen Bundeshaushalts. Wie soll das gehen? Wo soll das Geld herkommen? Und da will ich zeigen, dass diese Rechnung Quatsch ist, weil sowohl im aktuellen System als auch mit einem Grundeinkommen, egal in welchem Modell, gibt es immer wieder natürlich Leute, die aus dem System heraus Geld bekommen und andere, die in das System hineinbezahlen. Und das will ich ableitend vom aktuellen System erläutern, um dann Schritt für Schritt Vergleiche anzustellen. Wolfgang, nächste Folie bitte. Ganz kurz hier, das ist der aktuelle Einkommenssteuertarif. Natürlich überhaupt nicht nachvollziehbar. Deswegen gehen wir gleich eine Folie weiter, wo das Ganze einmal grafisch dargestellt wird. Das ist der Einkommenssteuertarif. Da gibt es 5 Zonen, von denen man spricht. Die erste Zone ist der Steuerfreibetrag. Das sind die ersten 9.408 Euro, die man im Jahr verdient. Davon muss man keine Einkommensteuer bezahlen. Es gibt den Spitzensteuersatz. Das sind 57.000 noch ein paar zerquetschte. Ab da bezahlt man 42%. Allerdings ist zwischen diesen 9.400 und den 57.000 kein linearer Verlauf, sondern es geht relativ schnell von dem Eingangssteuersatz 14% auf 24%. Und von dort etwas langsamer auf die 42%. Und es gibt noch ganz am Ende ab 270.000 Jahreseinkommen gibt es die sogenannte Reichensteuer. Da steigt der Spitzensteuersatz nochmal auf 45%. Was heißt das? Das heißt nicht, dass wenn man 9.409 Euro verdient, auf diese 9.400 Euro komplett 14
Prozent Steuern zahlt. Das wäre ja auch ungerecht, weil von 9.400 Euro 14% Steuern wären über 1.000 Euro. Dann hätte man ja weniger am Ende als derjenige, der 9.408, also genau den Freibetrag, erhält. Sondern die 14% oder alle diese Steuersätze auf dieser Grafik sind sogenannte Grenzsteuersätze. Das heißt, sie gelten immer für den nächsten Euro sozusagen. Am Beispiel, wenn man 9.409 Euro genau verdient, zahlt man 14 Cent Steuern, weil man für den 1 Euro eben für den 1 Euro 14% bezahlt. So, einen Moment, genau. Damit man das nachvollziehen kann, weil der Grenzsteuersatz hilft mir natürlich nicht, sofort zu erkennen, ja, wie viel Steuern zahle ich denn jetzt, wenn ich ein gewisses Einkommen habe. Da gibt es eine gewisse Grundtabelle, die findet man auch unter Grundtabelle, unter Google sehr schnell. Und da kann man für 100er Schritte nachgucken, links das Einkommen, dann die Steuer und dann, was ist der Grenzsteuersatz, den seht ihr in der vierten Spalte. Und für uns aber wichtiger, was wir ja eigentlich immer rechnen, ist unser gesamtes Einkommen und wie viel zahlen wir Steuern. Und das ist der Durchschnittssteuersatz, der sozusagen aufzeigt das Verhältnis vom gesamten Einkommen zu den gesamten Steuern. Diese Unterscheidung ist natürlich extrem wichtig, weil das ein sehr verbreitetes Missverständnis ist, gerade auch in Bezug auf den Spitzensteuersatz zum Beispiel, dass viele denken, wenn man dieses Einkommen hat, zahlt man die 42% auf alles. Das ist eben nicht der Fall, sondern den Spitzensteuersatz zahlt man nur für das Einkommen überhalb der 57.000. Dafür, genau, Wolfgang, du hast es gut drauf, immer die richtige nächste Folie zu machen. Das ist hier auch nochmal grafisch dargestellt. Die grüne Kurve ist die, die wir im Grunde gerade hatten, der Grenzsteuersatz, und die rote Kurve zeigt, was das am Ende faktisch für uns bedeutet, was wir eigentlich ausrechnen. Das ist der Durchschnittssteuersatz. Der fängt halt, geht bis zum 9.408 Euro, eben bis ja bei Null, und dann steigt er langsam an. Und nähert sich am Ende, wenn man die Grafik jetzt weit noch nach rechts verlängern würde, eben immer mehr diesen 42% an, ohne sie jemals zu erreichen, weil es natürlich immer die vorherigen Bereiche gibt. Genau. Dann schon die nächste Folie. Hier ist nochmal ganz kurz, ist das im Grunde nur nochmal anders dargestellt. Die grüne Kurve ist sozusagen die Bruttokurve. Da ist die X-Achse genau, was auf der Y-Achse ist. Und die rote Kurve gibt eben das Netto an. Irgendwann gibt es halt eine Differenz, wenn man anfängt, Steuern zu zahlen. Und der Abstand zwischen Netto und Brutto steigt immer weiter. Ziemlich langweilige Grafik. Nochmal einen Schritt zurück, bitte. Warum zeige ich die? Weil eben hier nochmal klar ist, Steuerfreibetrag, der Staat erkennt an, es gibt ein Einkommen, da nehme ich nichts weg, weil das brauchen die Menschen zum Leben. Die Frage ist aber, die grüne Kurve zeigt ja, also wenn ich zu wenig verdiene, dann reicht es ja auch nicht. Was passiert da? Und da haben wir ein sehr komplexes Sozialtransfersystem mit sehr, sehr vielen Leistungen. Ich glaube, die FDP hatte mal gesagt, 160 Leistungen in 60 verschiedenen Ländern oder so. Das alleine ist natürlich ein Problem, weil es auch Querverweise gibt. Man braucht manchmal einen Negativbescheid für das eine, um das andere zu erhalten. Teilweise muss man Leistungen kombinieren. Das ist nicht nur intransparent, sondern das führt zu dem großen Problem von versteckter Armut. Die wird ja meistens thematisiert mit Scham, dass Leute Anspruch hätten, aber sich nicht trauen, sich zu offenbaren und Leistungen nicht beantragen, die ihnen zustünden. Aber auch genauso, mindestens genauso groß ist ja das Problem, dass Menschen davor zurückschrecken, weil sie einfach vor der Bürokratie zurückstecken oder schlicht überfordert sind, weil das wir können übersteigen. Wolfgang, nächste Folie. Und es wird sogar noch schlimmer. Hier nochmal zur Erinnerung, die Folie hatten wir am Anfang schon mal, das Grenzsteuersatzsystem. Und jetzt habe ich mir mal erlaubt, das zu erweitern. Genau, wenn man sich das Arbeitslosengeld 2 anguckt, vielleicht sozusagen die wichtigste Lohnersatzleistung, dann ist, ich habe sozusagen hier ganz nach oben skalieren müssen, wie ihr seht. Also ich habe erläutert, der Spitzensteuersatz ist 42% bzw. 45%. Beim Arbeitslosengeld 2 wird teilweise 80-90% abgezogen. Da gibt es auch wiederum verschiedene Zonen. Das heißt, der Anreiz, einen Euro mehr zu verdienen,
ist gerade in diesem Einkommensbereich unglaublich gering im Vergleich zum Spitzensteuersatzbereich. Das ist natürlich ein Riesenproblem und das ist ja gerade ein Vorwurf, den die Grundeinkommensbefürworter immer wieder hören. Grundeinkommen sei eine Stilllegungsprämie. Aber genau dieses Problem, was hier gezeigt ist, zeigt eben, dass das Arbeitslosengeld 2 im Grunde eine Stilllegungsprämie ist, weil die Anreize sehr, sehr gering sind und es eher, ja, man sich bestraft fühlt. Genau, jetzt muss ich nochmal kurz auf meine Zettel gucken. So. Was wollen wir also? Ich glaube, wo wir uns alle einig sind, hier nochmal der Bereich Brutto-Netto-Kurve und die nächste Folie ist, dass man im Grunde diese Netto-Kurve nach links durchzieht, dass man da auch eine relative Transparenz hat. Und wenn man zu wenig Einkommen hat, was oben drauf bekommt. Und vor allen Dingen, dass versteckte Armut auch angegangen wird. Das ist mir persönlich ein großes Thema, warum ich ein Grundeinkommensbefürworter bin. Und wie kann man das erreichen? Ich will das mit einem ganz einfachen Rechenbeispiel machen. Nächste Folie. Ein Grundeinkommen von 853 Euro, verbunden mit einer Flat Tax auf Einkommen von 45%. Warum nehme ich diese Zahlen? Die lassen sich sozusagen, wenn man einem Skeptiker begegnet, sehr leicht herleiten. Die 853 Euro sind der aktuelle BAföG-Höchstsatz und die 45% sind eben dieser Reichensteuerspitzensatz. Das heißt jetzt, es ist wie gesagt jetzt nur ein Rechenbeispiel. Wir kommen gleich noch einen Schritt weiter. Es ist gerade aber gegenüber Skeptikern gut, weil es legitimiert. Man sagt, du wirst ja wohl nicht weniger als den aktuellen BAföG-Höchstsatz den Menschen zugestehen wollen, deswegen kann man diese Zahl denen gegenüber nehmen. Wenn man sich ein bisschen einfacher machen will, gerade auch für Rechenaufgaben, dann sagt man Grundeinkommen von 1.000 Euro und 50% auf alle Einkommen, um kurz ein paar Rechenbeispiele zu machen. Das würde bedeuten, wenn man gar kein Einkommen hat, kriegt man halt diese 1.000 Euro Grundeinkommen. Wenn man 1.000 Euro verdient, gibt man davon 500 ab, hat noch 500, kriegt das Grundeinkommen obendrauf, hat 1.500. Wenn man 2.000 verdient, zahlt man 1.000 Steuern, kriegt 1.000 Grundeinkommen. Das ist also genau die Summe, wo Brutto gleich Netto ist. Wenn man 5.000 verdient, hat man 2.500 plus das Grundeinkommen von 1.000, also 3.500. Wenn man 10.000 verdient, hat man 5.000 plus 1.000, also 6.000. Oder wenn man 100.000 verdient, hat man 50.000 plus 1.000, also 51.000. Nächste Folie bitte. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, mit den 853 und den 45% mal gerechnet und das in der Grafik dargestellt. Und warum ich diese Grafik zeige, ist, das Überraschende ist ja kein Hexenwerk, was ich gemacht habe. Wie gesagt, ich habe auf Zahlen zurückgegriffen, die im Grunde irgendwo schon im Raum stehen, dass die Durchschnittssteuersatzkurve, die ja, wie ich am Anfang gezeigt habe, für uns eigentlich die entscheidende ist, ab einem bestimmten Bereich sehr nah am aktuellen ist. Der Schnittpunkt ist ungefähr bei 4.000, also wer 4.000 Euro im Monat verdient oder mehr, würde nach diesem System ein bisschen mehr Steuern zahlen als jetzt. Alle, die weniger als 4.000 Euro im Monat zahlen, würden nach diesem System weniger Einkommensteuer als jetzt zahlen. Und es gäbe halt diesen Negativbereich, wo man mehr Steuern rausbekommt, als man zahlt. Das ist sozusagen alles unterhalb der 0%. Das geht natürlich ins Unendliche, weil wenn man gar kein Einkommen hat, kriegt man ja trotzdem 1.000 Euro oder an diesem Beispiel 853 Euro Grundeinkommen. Ich habe es auch nochmal in dieser anderen Grafik nochmal gezeigt, nächste Folie. Die grüne und die rote Kurve hatte ich vorhin schon gezeigt. Die lila Kurve ist sozusagen dieses Rechenbeispiel, was ich gerade hatte, wo man nochmal sieht, dass die doch sehr nah beieinander sind ab einem bestimmten Bereich. Das heißt, was will ich damit sagen? Ich habe Zahlen genommen, jetzt keine Raketenwissenschaft, die irgendwie im Raum stehen und es ist relativ nah an dem aktuellen Finanzierungssystem. Man könnte jetzt auch nochmal die Grafiken zeigen, dass ja gerade die höheren Einkommen für die große Finanzierung oder also die sozusagen mehr zum Einkommensteueraufkommen beitragen. Das ist also auf jeden Fall nicht irgendwie total revolutionär. Deswegen ist es natürlich auch nur ein Schritt. Es gibt sicherlich verschiedenste Modelle, die hier TeilnehmerInnen im Kopf haben. Deswegen will ich damit nur zeigen, so könnte man sich einem Grundeinkommen nähern im aktuellen System mit gewissen Schritten.
Und von da an könnte man natürlich weitere Schritte machen und müsste man auch, weil dieses Rechenbeispiel hat auch Schwächen. Ich will eine herausstellen. Der Grenzsteuersatz ist eben, wie gesagt, immer 45%. Das ist immer noch relativ viel, gerade für die geringeren Einkommen, auch wenn es natürlich deutlich besser ist als die 90%, die teilweise jetzt weggenommen werden beim Arbeitslosengeld 2. Und meiner Meinung nach müsste man im nächsten Schritt gerade da noch diesen Steuersatz weiter senken und durch andere Steuern wie Ökosteuern oder Finanztransaktionssteuern ersetzen. Genau, jetzt nochmal die letzte Folie. Was mir auch ganz wichtig ist, gerade wenn ich auch mit Skeptikern innerhalb der Partei rede, die aber ansonsten vom Programm überzeugt sind, dass das vielen gar nicht bewusst ist. Wir haben die Kindergrundsicherung im Programm, wir haben elternunabhängiges BAföG verabschiedet, eine grüne Garantierente, das Energiegeld ja ganz neu, das sozusagen das Aufkommen der CO2-Steuer allen zu gleichen Teilen zurückfließen soll. Das sind alles im Grunde Module, die aus der Grundeinkommenslogik abgeleitet sind, auch wenn sie nicht immer 100% der Grundeinkommenslogik entsprechen, aber doch sehr, sehr stark eher zu dieser Logik passen als zur Logik des aktuellen Systems. Wir haben auch die Anhebung der ALG-2-Leistungen, programmatisch stehen wir für die Ablehnung von Sanktionen. Und wir haben auch schon mal Erfahrungen gesammelt mit Zusammenlegung von steuerfinanzierten Sozialtransfers, damals Arbeitslosen- und Sozialhilfe zu ALG-2. Erzeugt nicht immer die besten Erinnerungen, weil da vieles auch aus unserer Sicht auf jeden Fall falsch gemacht wurde, gerade auch was die Höhe und die Bedingungen betrifft. Aber grundsätzlich hat man da es mal geschafft, zwei steuerfinanzierte Sozialleistungen zusammenzulegen. Und deswegen sind wir eigentlich schon ganz nah. Ich beschreibe das immer wie so ein Haus vom Nikolaus, wo eigentlich fast alle Striche da sind, außer die beiden Außenwände, dass man einfach nochmal sagt, ja stimmt. Jetzt muss man nur noch die Lücken schließen in der Programmatik und dann Ja sagen zum Grundeinkommen. So viel vielleicht erstmal zum Einstieg. Es war sehr schnell. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Ansonsten können wir jetzt noch weiter diskutieren und auch Verständnisfragen klären. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Clemens, für diese wunderbare Einleitung. Ich denke, das ist ein sehr schöner Kontrast auch zu unserer Veranstaltung gestern, die sehr in die Tiefe gegangen ist, sehr speziell war. Jetzt nochmal ganz von Anfang an erklärt, wo stehen wir eigentlich im Moment und wie kann man erstmal grundsätzlich die Frage, ist ein Grundeinkommen finanzierbar, beantworten. Genauso wie Butterwege, die Milchmädchen-Überschlagsrechnung aufmacht, kann man eben auch im Gegenzug sagen, ja, und diese Überschlagsrechnung genau können wir auch beantworten mit ja, man kann es finanzieren. Auf welche Steuer und mit welchen Sätzen und mit welcher Höhe man am Ende dann rauskommt, das ist noch Frage der Diskussion, aber im Prinzip geht es. Und ich denke, die Botschaft hast du wunderbar rübergebracht. Vielen Dank. Ihr alle, die jetzt hier im Zoom eingeloggt sind, haben die Möglichkeit, Fragen im Frage- und Antwort-Tool zu stellen. Und davon wird, glaube ich, auch schon Gebrauch gemacht. Ich gucke mal rein. Erstmal eine Rückmeldung von Chris. Vielen Dank, sehr anschaulich erklärt. Ich denke, das ist auch immer sehr schön, solche Rückmeldungen zu bekommen. Und noch eine Rückmeldung von Silvia. Das ist ja wunderbar. Gerade wenn es die Dankesbekundung gibt, dann sind die Frauen ganz weit vorne. Sehr schön. Und hier kommt jetzt nochmal die Frage. Silvia wünscht sich, dass die Nikolaushausstriche nochmal konkretisiert werden. Also was genau fehlt? Also ja, zur letzten Frage. Ich habe versucht zu zeigen, dass wir schon ganz viel programmatisch nach der Grundeinkommenslogik verankern konnten. Und es ist auch ein Verdienst des Netzwerks, also des Netzwerks Grundeinkommen, weil man, glaube ich, am Anfang in den 2000ern losgegangen ist und gesagt, Grundeinkommen, und da muss jetzt Grundeinkommen stehen und ist auf sehr viele Widerstände gestoßen, parteiintern. Das ist jetzt meine Sicht. Ich weiß nicht, Wolfgang würde das vielleicht anders beschreiben. Dann habe ich es so empfunden, dass man versucht hat, stattdessen nicht das Wort Grundeinkommen, sondern konkrete Bausteine, die dem entsprechen, in der Partei voranzubringen. Und das war sozusagen die Liste, dass man gesehen hat, dass das durchaus funktioniert hat. Und das ist ein bisschen auch meine Hoffnung, dass Menschen, die eine Kindergrundsicherung
unterstützen, die die Garantierente unterstützen oder gerade das Energiegeld, was nur par excellence eigentlich Grundeinkommenslogik ist, dass, wenn Sie das befürworten, dass Sie dann irgendwann erkennen, ja, genau das ist die Logik hinter dem Grundeinkommen. Und wenn Sie dazu ja sagen, warum sagen Sie dann nicht ja zum Grundeinkommen? Und ja, der Vergleich mit dem Haus vom Nikolaus ist sozusagen, wenn man jeden Strich des Haus vom Nikolaus nehmen würde für bestimmte Bausteine, dann sind ganz viele schon da, aber es fehlen noch einige, deswegen ist das Haus noch nicht stabil und man kann noch nicht sagen, ja, die Grünen sind für Grundeinkommen, die Klarheit fehlt noch. Genau. Wieder, waren da noch andere Fragen? Jetzt habe ich was vergessen. Ja, klar. Genau. Also wir haben jetzt hier die nächste Frage von Clemens Wehr. Auch nochmal danke, Clemens. Kannst du nochmal die Einkommenshöhen beschreiben, die in der Grundeinkommenskurve schlechter dastehen würden zwischen der roten und der lilanen Linie? Ja, Wolfgang, kannst du die dafür nochmal einblenden? Und ich, ja, genau. Das war, glaube ich, die vorletzte vor den grünen Bausteinen, den programmatischen Bausteinen. Noch eine weiter, glaube ich, weil ja Lila gesagt hat, Lila ist nur hier dabei, genau. Also ich erkläre es nochmal kurz. Die grüne Kurve ist brutto. Das heißt, da ist brutto ist brutto. Da bleibt das Einkommen 1:1 erhalten. Deswegen ist das hier ein bisschen ja, verzerrt, aber 45 Grad sozusagen x gleich y. Die rote Kurve ist der aktuelle, das aktuelle Nettoeinkommen nach dem aktuellen System. Das heißt, ab 9.400 Euro Jahreseinkommen, ich habe es hier unten auf Monatseinkommen, fängt man an, Steuern zu bezahlen. Da entsteht sozusagen eine Differenz zwischen der grünen und der roten Linie. Das ist das aktuelle System. Sozusagen, je weiter man geht, umso mehr, so größer wird die Schere zwischen Brutto und Netto, weil man halt immer mehr Steuern bezahlt. Das ist das aktuelle System. Und die lila Kurve ist dieses Rechenbeispiel, was ich aufgemacht habe. Das fängt bei 853 Euro an, ganz links. Und alles Einkommen, was dann kommt ab dem ersten Euro, wird mit 45% besteuert. Und das trifft bei, tja, ungefähr, was ist das, knapp 2000 Euro, ist dann eine Zahl erreicht, wo man genauso viel, wo man 853 Euro Steuer bezahlt. Das ist da, wo sich die lila und die grüne Kurve treffen, weil da zahlt man so viel Steuern, wie man eben 853 Euro auch Grundeinkommen erhält. Und da, wo sich die lila und die rote Kurve treffen, das sind ungefähr 4.000 Euro Monatsgehalt. Da treffen sich das aktuelle System und dieses Rechenbeispiel. Das heißt, wenn man mehr als 4.000 Euro verdient, hat man im Rechenbeispiel weniger netto als im aktuellen System. Und wenn man weniger als 4.000 Euro verdient, hat man in diesem Rechenbeispiel mehr netto als aktuell. Das ist die Erklärung. Ich sage schon mal dazu, weil es gerade auch im Chat kam, der berechtigte Hinweis, ich habe nur den reinen Einkommensteuertarif genommen, immer. Es gibt ja noch zum einen den Soli, der wiederum auf die Steuerlasten nochmal einen Prozentsatz nimmt, der macht es aber für die Einfachheit, wie gesagt, es ist einsteigerorientiert heute, ein bisschen komplizierter. Und natürlich ganz wichtig, die Sozialversicherungen, die fehlen hier auch. Da ist ja auch die Frage, wie man damit umgeht. Das habe ich ein bisschen außen vor gelassen. Da könnten wir aber auch noch vertieft drauf einsteigen. Okay, vielen Dank, Clemens. Wir können die Folie, glaube ich, sogar noch da lassen oder auf die gehen, wo dann auch nochmal das aktuelle, die hohe Transferentzugsrate mit drauf eingezeichnet ist. Denn als nächste Frage haben wir hier von Chris. Da geht es um den Anreiz für niedrige Einkommen, zusätzlich erwerbstätig zu sein. Könnte man die Flat Tax, die du in deiner Beispielrechnung hast, auch progressiv gestalten, um damit den Arbeitsanreiz bei den niedrigen Einkommen noch stärker zu machen? Ich glaube, du hast es schon ein bisschen erwähnt, aber hier kann man es nochmal deutlich machen. Genau, also das Rechenbeispiel sagt Flat Tax. Das ist halt einfach zu rechnen und gerade auch nochmal
wenn am Wahlkampfstand steht und irgendjemand kommt und einem vorrechnet, die Butterwegerechnung, das geht doch alles gar nicht. Dann kann man sich auch ein bisschen einfacher machen mit den 1.000 Euro und 50%, weil es halt viel einfacher zu rechnen ist als ne, mit diesen Zahlen. Aber das habe ich auch versucht schon zu sagen, dass das auch nur ein Rechenbeispiel sein kann. Weil wir haben hier die hohe Transferentzugsrate aktuell 80% und 90%. Aber die wäre natürlich immer noch 45% in diesem Rechenbeispiel. Und gerade bei geringen Einkommen halte ich das auch für zu hoch. Und deswegen ist es natürlich möglich, das in einem nächsten Schritt sozusagen noch anders zu gestalten, dass man auch einen progressiven Grenzsteuersatz macht. Genau, also entweder dann wiederum für höhere Einkommen den erhöht oder eben über andere Steuern, wie zum Beispiel Ökosteuern und Finanztransaktionssteuern oder CO2-Steuer, solche Dinge ermöglicht, indem man sozusagen das Geld an anderer Stelle holt. Das ist auf jeden Fall möglich. Deswegen habe ich versucht darzustellen, das Rechenbeispiel ist, da könnte man jetzt mit relativ wenigen Mitteln schnell hinkommen und dann könnte man von da aus überlegen, wie man eigentlich zu dem Grundeinkommensmodell, das man dann am Ende haben will, wie man dann in den nächsten Schritten dahin kommt. Okay, wunderbar. Vielen Dank dafür. Dann haben wir die nächste Frage von Gerald Christian. Auch hier kommt noch ein Dankeschön. Also so viel Dankeschön haben wir selten. Ich finde es auch wunderbar, wie du das machst. Hier die Frage, warum gibt es keinen Steuerfreibetrag von zum Beispiel 12.000 Euro? Das wäre ja auch schon ein gutes Grundeinkommen. Dann könnten alle anderen auch diese 1.000 Euro im Monat bekommen. Ich bin nicht sicher, ob ich es ganz verstanden habe, aber ähnlich ansetzend wie bei der Frage zuvor, kann man natürlich auch sagen, dass man nicht am ersten Euro anfängt zu versteuern, sondern dann auch nochmal zusätzlich zum Grundeinkommen auch noch einen Steuerfreibetrag hat. Das wäre gerade auch entlastend, weil natürlich da viele Fälle sozusagen sind. Und genau, also das kann man auch machen. Klar, kann man machen. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das die Frage war. Aber jedenfalls, so habe ich es erstmal aufgefasst, das ist eben auch wieder, könnte ein nächster Schritt sein, dass man, wie gesagt, das ist nur ein Rechenbeispiel, um erstmal die grundsätzliche Finanzierbarkeit darzustellen. Und im nächsten Schritt kann man aber noch weitere Schritte gehen und auch noch einen Freibetrag machen und dass die fehlenden Einnahmen sich woanders holen. Okay. Über sinnvollere Wege. Das ist ja auch, ganz kurzer Exkurs, grundsätzliches Ziel von uns Grünen. Wir wollen ja nicht, dass Arbeit so viel besteuert wird. Weil das natürlich auch Arbeit vernichtet. Wenn ein Arbeitgeber sagt, er möchte jemanden anstellen, kann höchstens 100 Euro bezahlen und es gibt einen Arbeitnehmer, der sagt, ich will mindestens 100 Euro verdienen. Ohne Besteuerung von Arbeit würden die sich einig werden. Sobald die Steuer dazukommt, werden die sich eben nicht mehr einig. Deswegen ist es sinnvoll, Arbeit so wenig wie möglich zu versteuern und lieber Umweltverbrauch zu besteuern. Das haben wir damals schon unter Rot-Grün mit der Ökosteuer angefangen. Jetzt gibt es die weiteren Konzepte mit CO2-Steuer und so. Wir müssen wegkommen. Und in meinem Rechenbeispiel sind wir immer noch komplett innerhalb des Systems der Einkommensteuer. Und die nächsten Schritte müssen auf jeden Fall auch aus diesem System raus sein. Okay, also ich hoffe, dass damit die Frage von Gerald Christian erstmal beantwortet ist. Ansonsten gerne nochmal zurückmelden. Dann gehen wir zur nächsten Frage von Christoph Lieske. Hier ist eine Verständnisfrage. Ich lese es mal vor. Steuern werden pro Intervall für den jeweiligen Grenzsteuersatz berechnet? Oder wie genau ist die Berechnung? Erstens Einkommen minus Freibetrag mal Grenzsteuersatz gleich Einkommensteuer. Zweitens Intervall 1 ab 9.409 Euro bis Betrag X gleich Y%. Ich weiß nicht, du kannst es dir vielleicht auch angucken im Frage- und Antwort-Tool Intervall 2. Ab x plus 1 gleich y2%. Was davon beschreibt es eher? Ja, genau. Ich erkläre es nochmal mit anderen Worten. Vielleicht kannst du, Wolfgang, nochmal diese Folie machen. Die Folie 3 ist das, glaube ich, zum ersten Mal, wo diese aktuelle Grenzsteuersatzkurven da sind. Genau, ich warte kurz, bis die Folie da ist. Genau, hier geht es auch. Also es ist folgendermaßen. Wenn jemand 100.000 verdient und jemand 20.000 verdient, dann werden die 20.000 bei beiden gleich versteuert. Und alles die 80.000, die der andere darüber bekommt, die werden anders versteuert. Nochmal anders gesagt.
Wenn jemand 9.408 Euro verdient, bezahlt er gar keine Steuern. Wenn jemand 9.409 Euro verdient, bezahlt er 14 Cent Steuern, weil er nur ab dem Moment 14% auf den nächsten Euro bezahlt. Für die nächsten Schritte, wenn ich jetzt immer 100 Euro weitergehe, wird es kompliziert, weil es dann eben nicht mehr 14% sind, sondern von den 14% langsam auf die 24% steigt. Genau, dafür ist, im Grunde ist das dadurch eben nicht erfassbar. Das ist auch das, das ist absolut das Fazit. Deswegen ist diese Tabelle, Grundtabelle, so, da kann man es einfacher nachvollziehen, indem man es einfach für jede 100er Schritte sich anguckt, wie genau die Steuer ist. Der Grenzsteuersatz sagt immer, nehmen wir mal hier die 14.000. Wenn man 14.000 Euro im Jahr verdient, muss man 848 Euro Steuern bezahlen. Wenn man jetzt 14.001 Euro verdienen würde, dann kann man hier gucken, Grenzsteuersatz, 23%, dann würde man 23 Cent mehr Steuern bezahlen. Dann würde man 848 und 23 Cent Steuern bezahlen. Der Durchschnittssteuersatz gibt eben an, was das Verhältnis der gesamten Steuerlast der 848 zu den 14.000 sind. Und deswegen ist eigentlich für den Alltag der Durchschnittssteuersatz für uns viel eingängiger, logischer, nachvollziehbar und auch wichtiger, um zu erkennen, wie ist dann das Verhältnis von meinem Einkommen zu meiner Steuerlast. Ja, ich hoffe, es ist diesmal klarer geworden. Okay, ja, ich hoffe das auch. Ansonsten gerne nochmal nachfragen. Ich gehe mal zur nächsten Frage von Wolfgang Heimann. Bei 45 oder 50% über alles fehlen noch die aktuellen Sozialabgaben. Das hattest du ja auch schon gesagt. Wie würde sich die Belastung der Einkommen insgesamt gestalten, wenn man jetzt dieses Rechenbeispiel wörtlich nehmen würde und tatsächlich diese Flat Tax nehmen würde? Also genau, ich habe sowohl den Soli als auch die Sozialversicherung weggenommen. Das wäre auch tatsächlich nochmal ein extra Thema, weil es interessant ist, weil durch die Bemessungsgrenzen, also bei der Krankenversicherung ist es ja im Grunde ein Prozentsatz, aber ab einer gewissen Summe steigt der Beitrag nicht mehr, sodass, wenn das Einkommen weiter steigt, die Prozentzahl faktisch sinkt. Sodass es so ist, dass die höheren Einkommen die Gesamtbelastung aus Einkommensteuer, Soli und Sozialversicherung prozentual sogar wieder sinkt. Jetzt ist die Frage, wie man es machen will. Und da habe ich, das habe ich bisher beiseite gelassen im Vortrag, ob man sozusagen alle Sozialversicherungen steuerfinanzieren will oder ob man sowas ja, wie eine Kopfprämie obendrauf packt oder ob das wie bisher ist und Extrasystem ist. Das ist eine Frage des Modells und man kann sozusagen zu dem Rechenbeispiel, was ich gemacht habe, ist alles möglich in der Kombination. Das habe ich sozusagen einfach nur der Einfachheit halber beiseite genommen. Ich persönlich würde eigentlich dazu tendieren, vieles von den Sozialversicherungen ins Steuersystem bzw. Steuer- und Grundeinkommensystem mit zu integrieren und tatsächlich auch Krankenversicherungen in dem Sinne aus Steuern zu finanzieren und nicht aus Beiträgen. Das Problem ist immer, gerade was die Rentenversicherung betrifft, die Umstellung. Weil bisher die eine Generation für die andere zahlt und wenn man das auf einmal auf Steuern finanziert ändert, dann gibt es viele Bruchstellen, die viele kleinere oder Ungerechtigkeiten im Detail erzeugen. Ja, das ist nochmal eine extra Diskussion. Da würde ich es vielleicht an der Stelle heute erstmal bei belassen. An der Stelle auch nochmal der Hinweis, wir haben am Montag nochmal eine Veranstaltung, die sich ganz speziell mit der negativen Einkommensteuer als Gesamtmodell beschäftigt, wo solche Fragen sicherlich auch nochmal eine Rolle spielen. Wenn ich es richtig verstehe, dann geht es an dieser Stelle jetzt auch gar nicht darum, dass das unbedingt eine negative Einkommensteuer sein soll, sondern dass dieses Rechenbeispiel vor allem erstmal verdeutlicht, dass es geht. Also dass die Gesamtsummen insgesamt zusammenpassen, wie auch immer man es dann im Detail genau regelt. Man könnte hier auch darüber streiten, ob es eine negative Einkommensteuer ist, wenn man die 800 Euro über das Finanzamt auszahlt und im Einkommensteuertarif benannt hat, indem man da halt schreibt, minus 850 plus halt
was man Steuern zahlen muss, dann könnte man es als negative Einkommensteuer auslegen. Man kann es aber auch die 850 Euro anders auszahlen. Denn, also es ist so ein Grenzfall, genau. Okay, dann haben wir hier, das ist eigentlich mehr ein Kommentar von Eberhard Müller. Ich würde gerne über eine Verbreiterung der Steuerbasis diskutieren. Ich weiß nicht, was, vielleicht fällt dir was dazu ein, wie du das kommentieren möchtest. Naja, das fängt ja damit an, dass wir hier über die Lohnsteuer reden und Kapitaleinkommen ja anders besteuert werden. Da kann man immer die Frage stellen, warum ist das eigentlich so? Also es gibt ja die Abgeltungssteuer, die halt schon eine Flat Tax ist. Und das ist im gewissen Sinne auch eine Ungerechtigkeit. Und letztlich spielt das eben auch auf die Frage ab, wo ich auch wieder sehr großen Wert immer drauf lege. Mein Rechenbeispiel ist komplett innerhalb des Systems der Einkommensteuer. Und da müssen wir Grüne immer wieder sagen, wir müssen raus aus diesem System auch noch, weil wir Arbeit weniger besteuern wollen und Einkommen weniger besteuern wollen, sondern viel mehr Ressourcen oder ja, Finanztransaktionen ist auch ein gutes Beispiel, weil das auch volkswirtschaftlich noch Effekte hat für, ja, für die Arbeit und gegen den Verbrauch von Umwelt. Oder ja, also wie gesagt, das meine ich auf jeden Fall auch. Das Rechenbeispiel gibt das noch nicht her, das wären nächste Schritte, aber die muss man gehen, das würde ich auf jeden Fall auch befürworten und bejahen. Gut. Dann haben wir hier, ich habe ein paar Fragen rausgenommen, weil ich glaube, die schon beantwortet worden sind. Dann haben wir hier noch eine Bemerkung. Wenn man das Ganze mit 1.000 Euro rechnen würde, dann würde der Sockelfreibetrag 12.000 Euro pro Jahr ergeben. Aber auch das ist ja dann erstmal nur eine beispielhafte Rechnung. Und hier ist dann noch eine Frage von Georg Weber. Wie hoch sind die Nettokosten des gezeigten Beispiels? Bezieht sich das, ich vermute mal, es bezieht sich darauf, dass die auf die Billionen von Butterwege, wie wäre das denn hier? Naja, das Problem grundsätzlicher Art ist ja immer die Effekte, die sich daraus ergeben für Anreize und versteckte Armut und so weiter. Das ist sehr schwer zu diagnostizieren. Was ich aber zeigen wollte, ist, dass für den großen Bereich der mittleren Einkommen mit diesem Rechenmodell, und das betrifft ja, ja schon relativ viele, mit denen man am Wahlkampfstand redet, zeigen kann, dass sich im Mittelbereich der Einkommen gar nicht so viel ändern müsste, um diesen Schritt zum Beispiel schon mal zu erreichen. Die Kurven hören jetzt alle relativ früh auf. Es gibt ja noch verdammt sehr hohe Einkommen. Ja, da geht die Schere dann auch nochmal auseinander in diesem Rechenbeispiel. Aber gerade mit diesen 1.000 Euro und 50%, das lässt sich so schön rechnen, kann man am Wahlkampfstand eben immer wieder argumentieren und auch Sachen schnell vorrechnen, indem man den Menschen einfach fragt, stellen Sie sich mal vor, Sie kriegen 1.000 Euro und müssten auf das Einkommen, was Sie gerade 50% zahlen, dann kommen die auf gar nicht so was anderes wie aktuell. Und gleichzeitig hätte man den Effekt, dass Menschen bedingungslos diese 800, also diese 1.000 dann bekämen, man hätte versteckte Armut erfasst und so weiter. Also mit einer konkreten Zahl kann ich leider nicht dienen. Ich weiß nicht, ob Wolfgang da vielleicht sogar was zu sagen könnte. Der steckt ja länger schon drin mit konkreten Modellen und Zahlen. Und genau die andere Frage oder die Feststellung mit den 1.000 Euro, genau, mit den 12.000, das ist korrekt. Und die lassen sich sehr gut rechnen am Wahlkampfstand. Deswegen benutze ich das sehr oft, dieses einfache Rechenmodell, um totale Skeptiker, die Butterwege-Rechnung aufmachen, zu zeigen, nee, es ist, man muss nicht so rechnen, weil ja der konkrete Transfer des Grundeinkommens, dass der Millionär wirklich die 1.000 Euro aufs Konto bekommt, bekommt er ja nicht, weil er ja viel mehr Steuern zahlt. Und das muss man immer wieder verrechnen. Deswegen kommt diese astronomische Summe, die Butterwege und andere ausrechnen, ja gar nicht zustande. Ich könnte mir vorstellen, ich frage jetzt einfach an der Stelle nochmal nach, dass mit Nettokosten auch gemeint ist, also müsste eigentlich aus dem, was wir heute als Bundeshaushalt haben, irgendwas reinfließen. Oder ist das, trägt sich das in sich? Es ist sehr nah am aktuellen System, genau. Also weil die 853 Euro sind ja zum Beispiel der aktuelle BAföG-Höchstsatz. Deswegen habe ich ja extra mich auf diese Zahlen bezogen, auch wenn die vielen von uns wahrscheinlich zu gering sind.
Aber ich habe sozusagen extra versucht, Dinge zu nehmen, die, wo kaum jemand in Frage stellen kann, dass sie legitimiert sind, diese Zahlen. Also selbst Skeptiker. Niemand wird sagen, Mensch muss weniger bekommen als den aktuellen BAföG-Höchstsatz. Und gleichzeitig verändert sich über die gesamte Kurve. Vielleicht kann ich auch Bildschirm teilen. Dann würde ich noch mal kurz eine andere Folie oder ein anderes Bild zeigen. Wolfgang, da müsstest du mal kurz. Das ist vielleicht fürs Verständnis auch gut. Aber während du das suchst, dann sage ich mal kurz was sozusagen aus dem Hintergrund. Wir hatten ja am Dienstag den Thomas Poreski, der über das Modell geredet hat, was wir damals 2007 diskutiert haben. Und da hatten wir eine Variante mit 420 € und 35% Steuersatz. Und das war tatsächlich kostenneutral. Thomas meinte am Dienstag, und das könnte durchaus hinkommen, aber neue Berechnungen dazu gibt es nicht, dass heutzutage man 600 € auch mit 35% kostenneutral finanzieren könnte. Das heißt, es könnte sogar sein, dass deine 850 und 45% sogar kostenneutral ist, aber das müsste man dann durch ein Gutachten mal ausrechnen lassen, aber die Nettokosten dürften nicht sehr hoch sein. Ja. Okay. Ja, vielen Dank für diese Erläuterung. Suchst du gerade noch die Folie, sonst würde ich einfach... Ich habe ein Bild, aber ich kann, glaube ich, gerade nicht teilen, aber wenn man nochmal guckt, dass das reichste Zehntel, also das Zehntel, was das höchste Einkommen hat, wenn man sozusagen die Bevölkerung in 10 Teile teilt und das Zehntel nimmt mit den höchsten Einkommen, die tragen aktuell zu über 50% zur Einkommensteuer bei. Und in dem Bereich ist das Rechenbeispiel, zahlen die ja sogar mehr Steuern als jetzt. Und nur in den unteren Bereichen wird weniger gezahlt, wo aber aktuell eben sowieso der Beitrag zum gesamten Steueraufkommen nicht so hoch ist. Allein das gibt ja auch schon einen Hinweis darauf, dass es eher kostenneutral ist, wenn nicht sogar noch was mal rumkommt. Die nächste Frage geht in eine ganz ähnliche Richtung und hat letztendlich auch was damit zu tun, wo deine Folie geendet hat. Auch hier nochmal danke für die Erläuterung. Die erklären aber doch zunächst nur, dass die Steuerlast im gezeigten Bereich, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, für höhere Einkommen eben nicht wesentlich steigt. Das bedeutet aber nicht a priori, dass genügend Geld für das Grundeinkommen vorhanden ist. Reicht das Steueraufkommen im Beispiel, um das Grundeinkommen zu finanzieren? Also ich glaube, das habt ihr jetzt, Wolfgang hat es auch gerade schon beantwortet, im Detail müsste man es nochmal rechnen, aber grob über den Daumen, ja, und das liegt auch daran, dass die Grafik an der Stelle aufgehört hat und man eben nicht sieht, wie es weiter auseinandergeht. Und die gleich da im Anschluss vom gleichen Ken gefragt, die Frage möchte ich noch dazu nehmen. In der Tabelle sinkt der Grenzsteuersatz bei 13.800 € wieder. Kann das korrekt sein? Hat jemand die Grundtabelle sozusagen aufgerufen? Genau, das passiert manchmal durch Rundungsfehler, weil erstens keine Kommastellen da gewesen sind und die Grundtabelle in diesen 100er-Schritten rechnet. Es war, glaube ich, gar nicht in dem Bereich meiner Folien, oder? Doch. Nee, der Grenzsteuersatz ist... Ach so, tatsächlich, ja. Ja, das sind genau diese Rundungsfehler. Wenn da jetzt die Kommastellen und alles angegeben wäre, dann würde das nicht passieren. Das ist richtig analysiert. Der steigt ständig und stetig. Der sinkt nicht zwischendurch. Das sind einfach Kommastellen und Rundungsfehler. Weil der auch immer offensichtlich nur vergleicht mit den letzten 100 € und manchmal sind diese Stufen aber auf ungeraden Zahlen und so weiter. Daher rührt das. Okay, wunderbar. Dann gehen wir mal zur nächsten Frage. Von Christoph Lieske. Ich glaube, du hast es in der ersten Folie überhaupt auch schon gezeigt. Gibt es neben der Einkommenstabelle auch eine mathematische Formel, die Grenzsteuersätze beschreibt und von mir aus auch die zu zahlenden Steuern? Ich glaube, die können wir nochmal zeigen. Genau.
Das ist die Formel. Möge damit jemand etwas anfangen können, sage ich mal. Also wenn man es einfach einträgt und richtig in ein Rechengerät also ZVE ist zu versteuerndes Einkommen. Und dann könnte man das ja jeweils eintragen und sich ausrechnen lassen. Aber es ist natürlich nicht gerade eine Gleichung, die sich sofort erschließt und die man versteht und überlegt, wenn die Zahl man einsetzt, dann passiert das und so. Deswegen mache ich es eher immer grafisch. Ja, ich kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich kann mit dem Graphen auch mehr anfangen. Hier nochmal für die interessierten Zuhörer. Im Paragraph 32a des Einkommensteuergesetzes stehen diese Formeln auch nochmal drin. Wer nachlesen und rechnen möchte, darf da gerne dann nochmal nachgucken. Aber ich glaube, das Prinzip, das wird tatsächlich durch die Grafiken deutlicher. So, dann die nächste Frage von Jutta Lechner. Clemens, würdest du denn vorschlagen, dass der Staat zunächst jedem Bürger zu Beginn des Monats das BGE zahlt? Der Bürger geht arbeiten und der Arbeitgeber muss dann wie bisher die Abrechnung machen. Oder wäre eine Jahresabrechnung über das Finanzamt der bessere Weg, wegen des bürokratischen Aufwands, sodass jeder eine Einkommensteuererklärung machen müsste? Das zielt jetzt nicht mehr in die grundsätzliche Finanzierbarkeit, sondern um die tatsächliche Umsetzung. Aber auch das ist natürlich eine interessante Frage. Ja, wie bei vielen anderen Dingen verweise ich auch immer auf den jetzigen Bereich der Einkommensteuer, wo man Steuern zahlt und keine rausbekommt. All diese Fragen ergeben sich da ja eigentlich auch. Und da ist es so, dass wenn man Einkommen bezieht, die Einkommensteuer direkt abgezogen wird. Also wenn man nicht selbstständig oder anderweitig beschäftigt ist. Dann, wenn man angestellt ist oder Arbeiter ist, dann wird das ja direkt überwiesen und dann wird hinterher nur geguckt, also muss man dann vielleicht nochmal ein bisschen nachsteuern, 30 Euro nachzahlen oder was zurückbekommen. Das könnte man im Grunde ja genauso machen. Und die für diejenigen, die gar nichts, also das Grundeinkommen müsste natürlich monatlich direkt schon kommen. Da kann man ja nicht ein Jahr drauf warten, gerade wenn man gar kein Einkommen hat. Und hinterher müsste sozusagen am Jahresende würde eine Verrechnung stattfinden. Mein Bezug auf den positiven Bereich der Einkommensteuer, also den es jetzt schon gibt, bezieht sich übrigens auch auf viele andere Dinge. Das ist ja auch immer noch so ein Thema, wenn man Grundeinkommensbefürworter ist. Ein anderes Gegenargument ist häufig, ja, das mag ja für 80-90%, wie auch immer, passen. Was ist mit denen, die noch mehr brauchen? Und da ist es ja auch so, dass Menschen, die das gleiche Einkommen haben, nicht unbedingt die gleiche Einkommensteuer zahlen. Da wird halt geguckt hier und da, was passiert. Genauso könnte man das natürlich in dem Bereich machen, wo man mehr Steuern rausbekommt. Da wiederum ist dann die Frage, ja, ist das dann nicht eine Bedürftigkeitsprüfung? Da könnte man drüber streiten. Ich würde sagen, jein, weil das Ergebnis nur sein kann, dass man mehr bekommt. Auf keinen Fall, dass man weniger bekommt, sondern nur, dass man eben besondere Bedarfe anmelden kann. Und da wiederum wäre der Vorteil in dem konkreten Rechenbeispiel, dass man denn nicht an den Prozentsätzen oder an der Flattex oder wie auch immer was ändert, sondern einfach das Grundeinkommen an sich ein bisschen aufstockt und die Steuerberechnung aber trotzdem gleich lässt. Also viele dieser Fragen der konkreten Umsetzung, wenn man das über das Finanzamt und die negative Einkommensteuer macht, haben sich eigentlich schon geklärt durch den positiven Bereich der Einkommensteuer, weil genau dort sich die gleichen Fragen stellen. Gut, dann haben wir hier die nächste Frage auch von Chris. Kann man die Sozialabgaben nicht auch so belassen, wie sie sind? Auch für Renten und zusätzliche Bedarfe könnten bestehen bleiben. So wie ich dieses System verstehe, ist es relativ einfach einzubinden. Na, das ist die grundsätzliche Frage, die ich im Großen verneinen würde. Wir haben viel zu viele Sozialtransfers aus meiner Sicht. Das ist aus meiner Sicht sozialdemokratisches Denken, weil es für jede Möglichkeit ein eigenes Sozialtransfersystem etabliert hat. Es gibt Wohngeld, es gibt sonst was für Hilfen zur Wiedereingliederung, es gibt Pflegeunterstützung, alles Mögliche. Und da würde ich schon im Grundsatz sagen, das muss man zusammenführen, weil, da komme ich gerade auf das zurück, was ich gerade sagte, auch im Steuerbereich ist es ja so, dass zwei Menschen mit dem gleichen Einkommen nicht unbedingt die gleichen Steuern zahlen, weil ja eben doch geguckt wird, muss derjenige, pflegt der noch jemanden oder hier und da. Warum soll das nicht auch im Niedrigbereich funktionieren, wo man mehr Steuern rausbekommt, als man einzahlt? Und
dieses Problem der vielen jeweils passenden Leistungen oder besser gesagt Systeme ist ja, dass die Welt dann immer doch noch ein bisschen noch komplexer ist, als man sich vorher gedacht hat. Und dann zum Beispiel Doppelbelastungen auftreten, man jemanden pflegt und Wohngeld bezieht zum Beispiel. Das ist das eine Problem, diese Kombinationssachen, die sich daraus ergeben und Negativbescheide für das eine, damit man das andere bekommen kann und so weiter. Und das zweite Problem, das sich daraus ergibt, ist versteckte Armut. Umso komplizierter, also zum einen gibt es Menschen, die schämen sich und gehen nicht hin, obwohl sie Leistungsansprüche hätten. Und andere sind schlicht überfordert. Die wissen, irgendwie habe ich zu wenig, aber ich weiß gar nicht, welche dieser verschiedenen Leistungen trifft denn jetzt auf mich zu. Stattdessen könnte man zu einer Stelle gehen und da wäre das alles zusammengefügt. Eine extra Frage ist dann nochmal die Sozialversicherung, wie Arbeitslosenversicherung, Gesundheit und Rente. Das ist nochmal eine extra Diskussion. Ich persönlich würde vieles davon auch ins Steuersystem integrieren. Und da kann man dann auch noch weiter für eine Diskussion wie Mindestrente ja sowieso, aber auch Maximalrente und so weiter. Also da könnte man ja ganz interessante Diskussionen führen, um die Finanzierung auf gute Füße zu stellen. So, dann haben wir jetzt hier noch, also ich glaube, wir haben nochmal eine Frage, wenn zu den 45% Steuern die Sozialversicherungen dazukommen, dann würden sich insgesamt ja eine Abgabenbelastung von 67% ergeben. Du hast es auch schon angesprochen, dass es in den unteren Bereichen zu viel ist. Es geht ja hier an der Stelle nur um die Rechnung. Das versuche ich jetzt mal ein bisschen abzukürzen, weil die Zeit schon relativ weit fortgeschritten ist. Dann haben wir noch zwei Fragen, die in der Thematik noch neu sind oder noch nicht beantwortet. Das eine ist, wo steht denn was von der Finanztransaktionssteuer als Forderung zur ergänzenden Finanzierung eines Grundeinkommens im Grundsatzprogramm? Ich glaube nicht. Naja, weil das gar nicht im Grundeinkommen drinsteht, aber. Genau. Die Frage ist dann vielleicht, haben wir Änderungsvorschläge? Aber das könnte ich jetzt, obwohl ich die alle gelesen habe, nicht beantworten. Du wahrscheinlich auch nicht, ne? Einen kompletten Überblick habe ich auch nicht, nee. Wobei Finanztransaktionssteuer grundsätzlich, ich habe jetzt noch nicht das ganze Programm gelesen, muss ich auch zugeben, doch bestimmt vorkommt. Und dann ja die Frage der Verwendung der Einnahmen ist, man hat natürlich immer die Lenkungswirkung im Kopf, wenn man eine Steuer einführt, aber gleichzeitig hat man ja auch Einnahmen, mit denen kann man ja auch was Gutes machen. Und dann ist hier noch eine Bemerkung von Chris auch nochmal. Konsum zu besteuern ist ja auch noch eine Idee. Ja, letztlich sind ja Ökosteuern sind ja im Grunde auch Konsumsteuern. Spezielle, genau. Problem bei der Mehrwertsteuer zum Beispiel ist ja die klassische Konsumsteuer, kann man eben immer diskutieren, wen trifft das mehr und wen trifft das weniger, weil Reiche natürlich weniger konsumieren und mehr Geld gar nicht konsumieren, also Einnahmen, die sie haben, weil sie gar nicht schaffen, sondern es eher irgendwo auf die hohe Kante legen oder sonst was und von Zinsen oder anderen Dingen profitieren, während andere ihr komplettes Einkommen konsumieren müssen. Genau, also das sind dann spezielle Diskussionen, aber grundsätzlich, gerade Ökoverbrauchssteuern, habe ich mehrmals gesagt und kann ich nur wieder mal wiederholen, wir müssen raus aus dem System, nur innerhalb des Einkommenssektors zu überlegen. Wir müssen das Geld uns woanders holen, um auch Arbeit weniger besteuern zu müssen. Ja, genau, wird hier auch nochmal bestätigt in dem Fragetool. So, dann haben wir hier noch, das ist glaube ich nur eine Bemerkung, mit dem Höchstsatz BAföG zu argumentieren, erscheint fremd, denn für die breite Masse gilt ja eher der Regelsatz, der eher bei 430 Euro liegt, aber ich glaube, das hat was damit zu tun, dass die KDU mit drin ist, ne? Ja, da kommt, das ist ja, die Kosten der Unterkunft werden nicht bar ausgezahlt, sondern die übernimmt ja das Amt und das wiederum unterscheidet sich in jedem Einzelfall, weil die Kosten der Unterkunft sich eben unterscheiden. Das ist halt bei BAföG der Vorteil, deswegen habe ich das genommen, dass das die gleiche Summe ist. Studenten müssen selber dafür zusehen, dass sie dafür ein Zimmer finden. Genau. Okay, dann klärt sich das. Die Frage hatten wir in den letzten Veranstaltungen, in den letzten Tagen auch immer wieder.
rechnet man ein Grundeinkommen mit oder ohne Kosten der Unterkunft, mit oder ohne Wohngeld. Deswegen passt die da auch schon rein. Aber das Schöne an deiner Rechnung mit dem BAföG-Satz ist, da sind die Kosten der Unterkunft schon mitgedacht. Die Studenten können ja kein zusätzliches Wohngeld beziehen, oder? Nee, ich glaube nicht. Aber das weiß ich auch nicht, da stecke ich nicht drin. Aber ich möchte auch nochmal betonen, dass das kein Modell ist, was ich anstrebe und dann zufrieden bin, wenn es da ist. Für mich ist es ein Rechenbeispiel, um immer wieder klar zu machen, natürlich ist ein Grundeinkommen finanzierbar. Wer was anderes erzählt, der rechnet falsch. Und zweitens ist das, macht es auch so ein bisschen deutlich, wie man sich dem annähern kann. Und aber gerade, wir haben gerade gesprochen, auch über die Finanzierungsquellen innerhalb des Einkommenssystems oder auch andere Sachen besteuern. Da will ich auf jeden Fall weiter. Und ob die 850 Euro reichen, das ist ja auch nochmal eine Diskussion, die wir hier noch gar nicht angesprochen haben. Ich bin schon dafür, dass es ein bisschen mehr sein kann. Ich persönlich gehöre aber zum Beispiel nicht zu denen, die dann doch deutlich höhere Summen sagen. Da bin ich auch noch ein bisschen skeptisch. Aber ich glaube, über den Weg bis dahin, was ich heute gezeigt habe, da könnten wir, glaube ich, große Einigkeit erzielen. Um dann aber, sind wir, glaube ich, uns auch noch einig, weitergehen zu müssen. Dann haben wir hier noch eine Bemerkung, die in der Finanzierungsdiskussion auch immer wieder fällt. Und deswegen möchte ich dich da auch bitten, nochmal Stellung zu beziehen. Hier rechnet Eberhard aus Sozialbeiträge der Arbeitgeber, Sozialbeiträge der Versicherten und Sozialleistungen des Staates. Und da kommt dann wahrscheinlich auch irgendwie 900 Milliarden raus. Ich kenne diese Milchmädchenrechnung auch. Das komplette Sozialbudget könnte man ja theoretisch auch für das Grundeinkommen nutzen. Das ist, glaube ich, wichtig, das nochmal klarzustellen. Ja, ich habe ja auch wenig darüber gesprochen, über die eingesparten Bürokratiekosten. Ne? Das ist ja ein Thema für sich und auch schwierig zu quantifizieren. Aber im Grundsatz wird natürlich auch deutlich, wenn man nicht für jeden Fall, der einen treffen kann oder eine, wo man Unterstützung braucht, wenn man immer nicht ein Einzelsystem hat, sondern das zusammendenkt, macht man es natürlich auch einfacher und kann Menschen von unproduktiver Arbeit entlasten, die das bisher machen müssen. Und hat eben nicht diese Gängelung und so weiter. Also das fällt ja auch noch alles weg. Dann möchte ich da an der Stelle aber doch noch einmal kurz einhaken, denn wenn man das komplette Sozialbudget betrachtet, dann sind da auch alle Gesundheitskosten mit drin. Und wir werden die Ärzte nicht plötzlich nicht mehr bezahlen müssen, nur weil sie ein Grundeinkommen haben. Also man kann nicht das komplette Sozialbudget nehmen und damit das Grundeinkommen bezahlen. Die Rechnung ist dann letztendlich genauso wie die Butterwegerechnung, obwohl man bestimmt einen großen Anteil davon einsparen kann. Ja, und ein paar Leute braucht man ja trotzdem immer, die das System verwalten. Also ein paar braucht man einfach. Also ja. Klar. Gut, dann sind wir gut in der Zeit. Ich würde dich bitten, noch ein kurzes Schlussstatement abzugeben und alle Teilnehmer hier in der Runde sind herzlich eingeladen, im Anschluss noch da zu bleiben. Den offiziellen Teil würden wir dann nach einem Abschlussstatement von dir beenden. Also, genau, wir werden immer wieder konfrontiert mit den Milchmädchenrechnungen. Dann wird einfach gerechnet, Anzahl der Personen mal das Grundeinkommen, das man sich vorstellt, mal die Monate. Und da kommt natürlich eine astronomische Summe heraus. Da kann man immer wieder deutlich machen, darum geht es ja gar nicht. Es wird genau wie jetzt auch mit einem Grundeinkommen Leute geben, die aus dem System was bekommen und Leute, die in das System hereinbezahlen. Bloß die Berechnung wird verändert und es wird halt einfach, die Bedingungen werden geändert. Und Leute bekommen mehr und so weiter. Aber das erzeugt halt nicht diese astronomischen Summen. Zweitens möchte ich nochmal ganz deutlich machen, gerade auch wenn es Richtung Bundesvorstand und anderen geht innerhalb der Partei, dass alle das Thema versteckte Armut aus meiner Sicht unterschätzen. Vielleicht auch, weil sie damit nie zu tun hatten oder wie auch immer. Das ist vielleicht auch ein grünes soziologisches Problem. Aber Leute gehen nicht nur aus Scham nicht zum Amt, sondern die versuchen es vielleicht sogar und scheitern, weil diese Bürokratie einfach der reine Wahnsinn ist oder sie versuchen es gar nicht erst. Und ganz, ganz viele Menschen in diesem Land hätten Anspruch auf Unterstützung und bekommen sie deshalb nicht. Und das kann man eigentlich nur mit dem Grundeinkommen lösen. Das ist eins meiner meisten Argumente für das Grundeinkommen. Deswegen bin ich überzeugt. Ich glaube, wir haben viel erreicht in den letzten Jahren. Jetzt ist ein Grundsatzprogramm, das gilt natürlich für längere Zeit.
Und wir sollten kämpfen. Ich glaube, die letzten Aktionen haben schon gezeigt, dass ein bisschen was funktioniert. Und was ich aber auch noch sagen will, wenn wir das Wort Grundeinkommen da nicht reinkriegen, dann sollten wir versuchen, so viele wie mögliche dieser Logiken einfach grundsätzlich zu verankern, weil daran könnten wir uns dann die nächsten Jahre immer wieder langhangeln und daraus konkrete Politik machen, auch wenn das Wort Grundeinkommen da nicht drinstehen sollte. Ich weiß, ich brauche jetzt schon ein bisschen vor, eigentlich sind wir noch nicht so weit, wir wollen es schaffen, aber wir sollten auch einen Plan B verfolgen, aber das machen wir ja. Wir werden ja als Netzwerk, wenn der neue Entwurf vorliegt und dann nur noch formale Änderungsanträge möglich sind, uns auch nochmal treffen. Also lasst uns weiter kämpfen und vor allen Dingen diskutieren und nehmt gerne diese Modellrechnung mit, einfach für den Küchentisch oder für den Wahlkampfstand oder für die Kneipe. Ich habe oft erlebt, dass Menschen das erstmal ablehnen, das mitnehmen und dann nach ein paar Wochen doch kommen und sagen, ja, interessante Rechnung. Vielen Dank. Vielen Dank, Clemens. Das war eine sehr informative Veranstaltung und ich glaube, es hat uns alle nochmal weitergebracht, wirklich diese leidige Finanzierungsfrage schlüssig beantworten zu können. Ich möchte nochmal zum Abschluss auf die Unterstützungsmöglichkeiten im Beteiligungsgrün hinweisen. Clemens hat es ja auch gerade nochmal gesagt, dass wir jetzt dafür kämpfen, das ins nächste Grundsatzprogramm zu kriegen. Und natürlich auch nochmal die Erwähnung der nächsten Veranstaltung. Auch nächste Woche jeden Abend nochmal eine Online-Veranstaltung zum Grundeinkommen. Am Montag geht es weiter mit der Bundestagsabgeordneten Lisa Paus und dem Thema negative Einkommensteuer. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und noch einen schönen Abend.